Hallo und herzlich willkommen zurück zu Myth of Empires. Jo, wir wollen eine Plattform bauen. Ne? Dahin. Das heißt, ob ich das will, das ist die zweite Frage. Die Quest erwartet von mir, dass ich noch ein Holzfundament baue. Und ich sehe keine andere Möglichkeit, als dieses Holzfundament vor unsere angedachte Terrasse zu bauen. Dann haben wir noch eine größere Terrasse. Und da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das ins Wasser bauen kann. Das ist die nächste Sache. Das weiß ich auch nicht. Oh, wir haben noch 5 Wände im Inventar. Das ist ja auch cool. Okay, dann werde ich jetzt erstmal die Wände setzen. So. Nö, da machst du mal wieder schön Fenster, ne? Genau. So, und hier haben wir die Pflanzen im Haus. Ja, der Standort dieses Hauses ist wirklich gut gewählt. Wir haben... Oh, guckt mal an. Und dicht. Die Wände sind dicht. Das ist ja sehr nice. Jetzt geht dasselbe Spiel mit dem Dach weiter. Okay, also 4. Niam, 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 niam. Wir müssen ein bisschen was essen. Ach komm, da können wir gleich mal ein bisschen was nachlegen. So, ein Fundament. Fundamentale. Brauchen wir Schutt und Strohseile. Dann werden wir jetzt erstmal Strohseile bauen. Ach, 49. Wie ich dann? Verrückt. 20 werde ich machen. Das reicht erstmal. Einfach aus dem Grund, das dauert auch seine Zeit, auch wenn die Seile nicht so lange brauchen. Aber ich will ja dann auch das Fundament bauen, ne? So, machen wir das so. Okay. So, mal gucken. Das können wir jetzt sicherlich schon bauen. Ja, Leute. Ich stelle eins her. Ob ich es dorthin stellen kann, das weiß ich nicht, weil da ist Wasser und ab irgendeiner, ja, ab einer bestimmten Tiefe kann man so ein Zeugs nicht mehr ins Wasser stellen. Nee, ich wüsste nicht, dass es da irgendwie eine Alternative zu gäbe. Nee, weiß ich nicht. Ja, jetzt sind natürlich die Seile im Weg, ne? Da weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie wir das machen. Der Dachbau wird auch mega lustig. Ja. Kann ich denn das jetzt noch abkrabbeln hier? Oder... Ja, ja, ja. Hier, guck mal. Gott sei Dank. Dann haben wir wenigstens nicht immer dieses... Grünzeug in der Bude. Nee. Nein. Ja, nein. Ja. Der Standort ist nicht so gut gewählt. Aber da habe ich überhaupt nicht ran gedacht, als wenn ich jetzt dahin crouche, kann ich das irgendwie noch sammeln? Da habe ich doch gar nicht dran gedacht, als wir angefangen haben zu bauen, dass uns eventuell Pflanzen im Weg sein könnten. Deswegen habe ich auch schon gedacht, weil wir haben ja hier auch einen Baum gefällt, ne, dass der womöglich auch respawnt und dann mitten bei uns im Haus steht. Man hat bestimmt nicht jeder, ne? Aber er kommt offensichtlich nicht zurück. Ich denke mal, da wo bebaut ist, hätten wir das vorher abgekrabbelt, nehme ich mal an, würde es vielleicht auch nicht wieder wachsen. Aber es ist jetzt, wie es ist. Ich kann es nur nicht ändern. So, wollen wir mal gucken. Die Plattform ist gebaut. Und jetzt drückt die Daumen, dass wir die Plattform da hinten noch hinsetzen können. Oh mein Gott. Und jetzt erzählen wir nicht, dass das nicht reicht mit dem Fundament. Das reicht offensichtlich nicht. Warum kann ich nicht lesen, wie viele Fundamente der haben möchte? Jo. Nö. Ja, so ist das, ne? Wenn man keinen Plan hat, nicht wirklich, wie man ein Haus bauen soll, weil man gar nicht weiß, in welcher Weise man das bewirtschaftet. Also ich weiß ja nur, dass halt eben die Werkbänke alle unglaublich groß sind. Man kann es einfach nicht so bauen, dass es dann gleich passt. Ne? Das ist einfach unmöglich. Vielleicht noch 2 von diesen Dingern dahingesetzt. Zu rechts und links 1 dran. Geht das?
Noch zwei können wir noch bauen. Dann lasst uns zwei bauen und dann versuchen wir es. Vielleicht nimmt die Quest das dann an. Einmal. Okay, zweimal. Gut, ja. Nee, das scheint auch irgendwie nicht richtig zu sein. Okay, wir tackern das hier hin. Holzfundamentstufe. Oh Mann. Oh, hier geht es aber auch noch hin. Das ist sehr schön. Aber das hilft nicht, die Quest zu beenden. Jo, ne? So ist es. Dann werde ich das jetzt mal hier rausziehen. Und... Verband herstellen. Nee, wir können noch keinen Verband herstellen. Also wir können einen Verband herstellen, aber ich glaube, wir brauchen für die Quest zwei Verbände. Ich guck gerade mal. 26. Haben wir denn nicht noch irgendwas, was wir brutzeln können? Nö. Ja, also dann würde ich sagen, lasset uns auf die Jagd gehen. Nee, da werde ich so lange die Axt in die Hand nehmen, weil die ist mit dem Bogen so langsam. Wir müssen zumindest 30 Asche zusammenkriegen. Und dann müssen wir mal gucken, wo es Tiere gibt. Also Wildschweine werde ich keine jagen. Wenn, dann überhaupt Hirsche. Aber wo? Immer so, ne? Wenn du was brauchst, ist nichts da. Immer. Oder wenn du was suchst, ist immer das Letzte. Aber da oben sind welche. Sind das Hirsche? Ja. Da laufen Wildschweine rum. Oh, Füchse. Okay. Wo lauft ihr alle hin? Oh, hiya, Bubu. Oh. Und dann lassen die sich auch nicht stören, ne? Ach, hier wisst ihr, wie gefährlich das ist? Einfach dahin sich zu legen und zu schlafen? Da muss ich echt mal gucken, ne? Ich werde mal crouchen und mal den Bogen... 5, 8, 8. Okay, einmal getroffen. Warte. Nein, bleib du mal hier. Ich möchte dich bitte schön... Stehen bleiben. Sonst kann ich nicht schießen. Ja, komm mal auf mich zu. Ah, ist eine ganz gute Ausgangsposition. Oh mein Gott. Oh, nein. Oh Gott. Stay. Zack. Ja, komm mal zurück. Nee, komm mal hierher. Komm. Ich bin hier. Ich bin doch dein Erlöser. Aua. Ja, das kann sich ja nur um Stunden handeln. Okay. Fumm. Getroffen. Unsere guten Pfeile. Oh, ich bin doch blind wie drei Sack Dachpappe hier, Junge. Echt. So, warte. Komm. Ich
habe keine Facecam an, ne? Sonst könntet ihr sehen, ne? Was keiner sehen will. Aber das ist das halt eben, ne? Mit dem Bogen zu jagen. Da muss man wirklich... Sag mal, beruhigst du dich denn jetzt mal? Das muss man alles erst lernen. Und dann weiß ich auch nicht, wie weit die Pfeile fliegen. Offensichtlich nicht so weit. Getroffen. Oh, 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 oh. Unsere gut... Oh, du lieber Himmel. Aber getroffen. Aber hallo. Ja, der ist Level 8, ne? Der hat viel HP. Ich hätte mir vielleicht mal nicht so einen hohen nehmen sollen. So. Das war's für dich. Nee, 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 nee. Na, wo ist denn mein Messer? Auf der 5. Hallo, bleib liegen. Bleib doch bitte liegen. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Komm. Och. Ich will das gar nicht. Okay, 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 okay. So ein Elend. Nee. So, steh auf, komm. Wir gehen nach Hause. Ich hab viel Fleisch. Nee, komm mal her. Hier laufen ganz viele Hasen rum. Dann vergreifen wir uns eben an den Kleinen. Da, dann ist das jetzt eben so. Quatsch, die 5. Aber das war jetzt auch nicht so verkehrt. Da komm mal, bleib. Bleib einfach liegen. Ja. Ach. Dann vergreifen wir uns einfach an den Kleinen. Messer. Was macht der? Schläft der oder was? Oh, da, also noch feiger geht's ja gar nicht, ne? Ja. Oh mein Gott. Okay, komm. Nee. Ja. Komm, übertreib's nicht. Zuerst hier zum Berserker. Zack. Wir rotten eine ganze Population aus. Also ich, ihr ja nicht. Nee, hier, komm. Ja, höher. Das ist ein Hase und kein Höher. Okay, ja. Kleiner Schatz, es wird dir nichts nützen zu fliehen. So, jetzt habe ich die ganze Population ausgerottet hier. Ach, hören Sie doch auf. Da kann man noch nicht mal sagen, es würde einem guten Zweck dienen. Nein, das tut es eben nicht. So, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Oh Mann. Wir werden erstmal das schwer erkämpfte Fleisch brutzeln und ich hoffe, dass wir dann 30 Asche zusammenbekommen. Ich weiß nicht, ob man pro Fleisch eine Asche bekommt. Weiß ich nicht. Ach, da sind die Vagabunden wieder. Ja, die könnten ja auch ruhig mal ein Schwein für uns erlegen, oder? Hätten wir die Arbeit nicht. Da müsste man vielleicht mal regelmäßig vorbeischauen bei denen. Ob die vielleicht eventuell, ne, ein bisschen Beute für uns gemacht haben. Keine Ahnung. So, komm. Dann wollen wir das mal hier reintun. 20 Fleisch. Ja, nö, das ist ja auch... Ach, komm, hör auf. Dann will ich das hier mal teilen. Und dann will ich hier mal... Wie viele liegen noch drin? 10. Da würde ich sagen... Hallo.
Da mache ich noch 50 rein. Das ist ein bisschen. Nein, so. So, komm, packen wir noch da rein. Dann lösen wir das mal aus und dann. Oh mein Gott. So, also wenn wir jetzt aber keine 30 Asche zusammenkriegen, dann weiß ich es aber nicht. Ja. Nee, also siehst du, wir kriegen nicht für ein Fleisch eine Asche. Für zwei Fleisch. Oder nee, für drei Fleisch sogar, oder? Ja. Nun denn. Oh Mann. Gut, wir haben noch ein paar Knochen abkrabbeln können. Okay. Gut. Aber das mit dem Fundament, das ist mir jetzt auch gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, ne? Nee, hier geht's raus. Ich weiß es nicht. Hm. Kein Plan. So, wir haben Hunger. Dann würde ich mal sagen, wir essen noch ein bisschen was. Ja, komm, die können wir alle essen. Ja, ich denke schon. So, komm, und nochmal. Ich hoffe, das war jetzt nicht über Gebühr, aber nee, das glaube ich nicht. Okay. Äste. Ich wollte jetzt gerade... Oh Gott. Sorry. Ich wollte jetzt gerade tatsächlich mal mit dem Dach anfangen und jetzt haben wir keine Äste mehr. Und es ist ja sowieso, wir wollten ja auch, hier. Ach, nee, Moment mal, das können wir noch gar nicht machen, weil, oder? Wir müssen hier erst noch was lernen. Genau, hier, ne? Vorher können wir das gar nicht herstellen. 8-Stunden-Aktivierung ist was? Der Mensch kann nicht lange ohne die Nährstoffe der 5 Körner leben. Doch die 5 Körner können nicht von selbst wachsen. Sie sind auf den Menschen angewiesen, der sie anbaut. Okay. Whatever. So, schmelzen und gießen. Und angeln Teil 2. Du kannst Angelruten und Köder zum Angeln herstellen. Coole Sache. Ja. Sollen wir mal hier gucken? Der, was? Herd? Ein Ort zum Verteilen der Nahrung im Lager. Ja. Okay. Was haben wir hier? Falle. Das Standardwerkzeug zum Einsperren von Kriegern. Nee, brauche ich nicht. So, und hier haben wir einfacher Verband. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir jetzt den ersten Verband gemacht hätten, weil ich weiß nicht, ich glaube, das geht sogar schon, hätten wir gar keine Questpunkte gekriegt, weil wir es nicht aktiviert haben. Okay, gut. Lasst uns mal gucken, was beanspruchen wir denn hier? Sammle Lehm am Fluss. Das scheinen wir hier gemacht zu haben. Auschen. So, Hauptquest. Was? Nein, warte. Mach das doch nicht immer ohne mich. Was machst du denn da? Okay, gut. Wie dem auch sei. So, Herstellungsanleitung. Haben wir schon wieder was gekriegt. Und zwar wo? Hier? Mahlen. Aus Gemüse hergestelltes Öl. Wird verwendet, um Rohstoffe zu Pulver zu mahlen und Medizin herzustellen. Mörser und Stößel. Minderwertiges Mehl. Mhm. Es ist eine Mischung aus feinen und groben Tierknochen. Knochenachs. Zermahlen, Mörser und Stößel. Es wird als organischer Dünger für Pflanzen verwendet. Sojabohnenkuchen. Das wird aus Sojabohnen gemahlen. Man kann es zur Herstellung von Dünger und Pferdefutter nehmen. Ich dachte, das wäre was zum Essen. Menü. So, okay, gut. Dann haben wir hier Quest. Was willst du jetzt hier? Hauptquest. Ja, Verband herstellen, ne? Genau, da müssen wir gerade nochmal ans Feuer. Und mal gucken, ob das durch ist. Dann können wir das Feuer nämlich ausmachen. Das muss ja nicht brutzeln, wenn nichts drin ist. Ja, genau, ne, schließen. Nee. Aus die Maus. So. Oh mein Gott, wir haben
53 Fleisch auf der Hand. 40. Okay, passt mal auf. Ich nehme das mal mit raus. Und schaue mal, was wir für den Verband brauchen. Hoi! Jo. Ne, Heu brauchen wir dafür nicht. So, mal gucken. Pferdeband. Da ist er. Wir brauchen ein Lein, 14 Asche. Okay. Und Wildblumen. Zwei Leinen haben wir hergestellt. Die liegen hier drinne. Was? Ich habe doch zwei Leinen hergestellt. Gut, dann stellen wir eben noch einen Leinen her. Oder habe ich nur einen Leinen hergestellt? Ach Leute, ich kann euch sagen. So, nee, falsche Kiste. Da will ich hin. Wildblumen. So. Okay. Gut. Gucken wir mal. So, das nehmen wir mal rüber. Und dann machen wir mal hier. Wo? Hier. Oh, dann machen wir zwei Stück. Alles klar. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ob damit die Quest zu Ende ist oder ob wir tatsächlich noch ein drittes machen müssen. Ein drittes Verband. Eine machst du jetzt gerade, oder? Wie lange dauert denn das? Wow, 25 Sekunden. Okay. Dann gehe ich in den 25 Sekunden ganz einfach mal ein bisschen Holz schreddern. Für den Dachbau. Was? Was macht sie? Was macht sie? Was machst du? Was? Was? Jetzt? Oh, es waren tatsächlich... Was? Aktivität plus 5165? Wo waren das jetzt? Verbände. Also, aua. Bronzespeer? Also doch nur zwei Verbände. Bronzespeer? Das ist sicherlich kein Bronzespeer. Warte. Was? Wo? Nee, das ist eine Angelrute. Oh, wie cool. Das ist der Köder, ne? Genau. Bronzespeer. Nee, das ist die Quest. Also müssen wir den Bronzespeer schon freigeschaltet haben. Irgendwo. Nee, das ist kein Bronzespeer. Das ist der Holzspeer. Wo bist du? Komm raus, wo immer du bist. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung von gar nichts. So, gut. Ja, dann brauchen wir die Asche ja tatsächlich nicht erstmal weiter für Verbände, weil wir uns jetzt noch nicht heilen müssen. Wahrscheinlich... Erst wenn wir mal so auf Wölfe stoßen oder so. Nee, da will ich das nicht hinmachen. Das wollte ich eigentlich hier hin tun. So, und das da weg und das weg. Die Verbände mache ich auch erstmal da rein. Gut. Ja, komm. Und weil es zusammengehört, kommen die Wildblumen auch da rein. Okay, dann mache ich jetzt hier den Lehm weg. Und das weg. Und hier haben wir noch vier Knochen. Ich würde... Oh, nee, warte mal. Ich würde gerne. Ich hab's mir die ganze Zeit schon gewünscht. Ja, genau. Ne? Da kann ich nämlich alles wieder zurück ins Inventar schmeißen. Einmal Hartholz. Einmal primitive Haut. Die liegt hier drin. So, und was war's noch? Oh, ich habe U gedrückt, aus Versehen, anstatt I, also so ein Zwischending. Und da habe ich nach meinem Pferd gepfiffen. Welches wir noch nicht haben. So, Knochen, genau. So, Knochen haben wir. 34. Ja, da kriegen wir aber locker so eine Axt hin. Oh, einmal.
und einen Knochenhammer. Zweimal. Sehr schön. Wunderbar. Man kann nämlich auch, ich habe das gelesen, dass man nach seinem Pferd pfeifen kann. Ne, gelle? Schön. So, was machen wir jetzt mit unserem Holzfundament? Ach, komm schon. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, warte. Ich weiß nicht, wie das ist, ne? Wenn man etwas zum Craften angewiesen hat, ob man dann die Ressourcen schon wieder aus dem Inventar rausmachen kann oder ob der während des Craftens erst darauf zugreift. Das weiß ich nicht. Deswegen, ich würde es nämlich gerne rausschmeißen. Weil ich noch ein bisschen Holz hacken will, aber ja. Keine Ahnung. Dann lassen wir es drin. So, jo. Okay. Ja, dann fangen wir dann alsbald mit dem Dachbau an. Was macht sie denn da? Okay, jetzt habe ich schon gedacht, die kloppt wieder auf dem Stein dahinter drauf rum. So. Okay. Wunderbar. Also wir haben jetzt beide Sachen fertig. Ich würde aber trotzdem erst gerne, oder doch nicht. Ich würde es gerne ausprobieren. Ich würde es echt super gerne ausprobieren. Dazu werde ich jetzt aber erstmal den anderen Krempel rausschmeißen. Oh mein Gott, was denn jetzt? Was? Oh. Stockdunkle Nacht. Ja. Hier werden wir auch viele, viele Lampen brauchen. So, da könnt ihr euch vorstellen, wie dunkel das in der Nacht wird, ne? Das ist ohne Dach hier. Und mit Dach ist ja nach oben hin alles schwarz. Das wird dunkel. Da brauchen wir richtig viel Beleuchtung. Dazu müssen wir aber erstmal Kupfer finden. So, was will ich hier? Nein, hier will ich doch das Hartholz will ich wieder rausbringen. Mal weg. So. Und die Knochen mache ich auch da raus. Dann das Leder kommt wieder hier hin. So. War doch richtig, oder? Ja. Ja, gut, komm, das lassen wir erstmal so. So, dann will ich wenigstens noch einmal. Okay, die Sonne auf. Oh, guckt mal. Wenn wir auf unserer Terrasse stehen, der Sonnenaufgang. Oh, ist das schön. Ich hätte jetzt gerne einen Kaffee. Das ist etwas, was ich absolut und total vermisse. Das vermisse ich zum Beispiel auch bei Raft, dass man sich keinen Kaffee machen kann. Jetzt einen schönen, heißen, aufgebrühten Kaffee. Was nicht ist, ist nicht. Ab dafür. Komm, schredder wenigstens noch einen Baum jetzt, damit ich sehe, wie schnell das geht. Denn das geht wirklich jetzt schneller mit dieser Knochenaxt. Und dann sind wir auch schon wieder durch mit der Folge. Und ich weiß nicht, ob man jetzt... Ja, geht wesentlich schneller. Weiß nicht, ob man mit diesem Knochenwerkzeug jetzt hier auch mehr Ressourcen aus so einem Baum rauskriegt. Das wäre logisch, denn mit dem Messer kriegt man ja auch mehr aus den Tieren raus, als wie mit einer Axt. Boah. Gut. Mal gucken. Wartet mal. Dach. Hier. Dach, Schrägdach, brauche ich Schutt. Ich will eine Ecke, eine einzige Ecke, eine Dachecke möchte ich jetzt noch mit euch da draufsetzen, damit ihr mal seht, wie das ist. Da kann man nämlich auch aussuchen, was da für Dachkonstruktionen da auf das Haus drauf sollen. So, ich mache bitte eine Dachkonstruktion und zwar die. Nicht das hier, sondern das hier. Eine. Das basteln wir mal noch schnell. Und dann setzt man das auf eine Ecke drauf.
Wunderbar. So, der Lohn. So, das ist die 8. So, guckt, hier hat man Dach. Komm mal hierher. Und man kann das auch, wenn ich jetzt T drücke, seht ihr, da ist das auch so invertiert. Guck mal an. Da. Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Ich tacker, nee, komm, ich tacker das jetzt mal hier drauf. Haben wir schon mal einen Anfang vom Dach. Ja, wunderbar. Super, meine Lieben. Wir sind durch. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ob ich das noch rauskriege mit dem Spinnrad benutzend. Und hast du nicht gesehen? Und wegen dem Holzfundament. Ich habe da überhaupt keinen Plan, was das Spiel von mir will. Deswegen werden wir gucken. Stelle an der Werkbank einen Knochenspeer her. Dazu muss ich erstmal die Werkbank herstellen. Gut, das machen wir in der nächsten Folge, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da oder auch ein Kommi. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.